Schönen guten Tag hier aus Geldern, meiner nächsten Stadt. Auf meiner Reise, ihr seht den RE10 in Geldern, das hier ist der Bahnhof. Ja, die Stadt ist an sich halt schon eigentlich überregional bekannt, zumindest der Name ist präsent. Halt in der niederländischen Provinz Gelderland oder Gelderland. Deswegen war mir die Stadt schon so ein Begriff, ohne hier je gewesen zu sein. Das ist das schöne Bahnhofsgebäude. Sehr modern, dieser Vorplatz. Ist überraschend sehr modern. Ja, wie gesagt, es war hier halt früher das Herzogtum Geldern, wo dann sich nachher in den Niederlanden die Provinz Gelderland auch gegründet hat, mit der Hauptstadt Arnheim. Da ist natürlich Gelderland nicht inne, weil Geldern, die Stadt, wo ich jetzt bin, das ist NRW, Kreis Kleve. Der Marktplatz. Ein riesiger Platz hier in Geldern. Ja, ich will noch ein bisschen mehr vielleicht zur Geografie was sagen. Eine Stadt im Kreis Kleve. Da so in der Ecke bei Kerken und so. Kerken, Strahlen, also südlicher Kreis Kleve. Da die Kirche im gotischen Stil. Und dort hinten haben wir einen Drachenbrunnen. Die Geschichte mit dem Drachen auch für die Stadt relativ wichtig, da dadurch sozusagen der Name Geldern erst entstanden ist, nachdem der Drache getötet wurde unter einem Mistelbaum. Hier diese Brunnenanlage, oder wie man das nennen kann, ist ziemlich cool und erinnert mich ein wenig an das Bächlen in Freiburg. Also ganz minimal, aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ein richtig schöner Brunnen hier und was kann man denn jetzt sagen? Der Platz hier in Geldern ist wirklich extrem groß, überproportional. Nicht häufig sehe ich solche großen Plätze. Ansonsten ist Geldern auch bekannt von den Tolkien-Spielen. Hier finden nämlich immer die Tolkien-Tage statt für den Herr der Ringe-Autor. Eine andere Kirche. Renaissance oder so. Und hier in den Seitenstraßen habe ich etwas sehr Schönes gesehen, was ich mal unbedingt zeigen muss. Nämlich einen richtig tollen Brunnen, an dem man nochmal ganz explizit sehen kann, die einzelnen Wappen der Stadt. Ja, an sich ist halt Geldern schon ziemlich typisch Niederrhein. Ich habe halt im Hinterkopf immer diese niederländische Provinz, Gelderland, Gelderland, ja, hier, ist doch schön, ne? Hier sieht man sie, Waalbek, bekannt durch seinen Spargel, Pont, Vernon, Kapellen, Fährt. Die sind fusioniert zur Stadt Geldern. Hier in einer Seitenstraße will ich euch mal eine Sache zeigen. Den typischen niederrheinischen Flair. So kann man sich es vorstellen in niederrheinischen Straßen. Relativ kleine Bebauung und ja, Pflasterstein. Stadt Geldern. Das Wappen ist immer noch das gleiche wie vom Herzogtum Geldern, was auch regierte damals mit großem Erfolg in der Neuzeit so. Bis dann zum 19. Jahrhundert, zum Beginnenden, hat es Territorien. Und das ist das Rathaus. Es sieht ziemlich komisch aus für ein Rathaus. War eigentlich nicht, aber es ist ziemlich abgelegen, ein bisschen abgelegen von der Stadt. Mit einem schönen Park, selten sowas gesehen. Anhedwet Kloster. Das ist der offizielle Name dieser Straße in einer Stadt, in der man natürlich auch noch seine eigene Mundart hat. Hier in Geldern, ja, da spricht man halt in einem anderen, das anderen Dialekt, aber keine Chance, dass ich da jetzt was sage zu. Dazu seien die Kommentare offen. Hier, das sind die Einkaufsstraßen der City. Hier geht das Volk einkaufen, kann sich Nahrung beschaffen, etc. Was sage ich jetzt so zu Geldern? Geldern ist eigentlich
eine richtig imposante Stadt und eine der größeren Städte, die ich hier im Kreis Kleve gesehen habe, was ich nicht erwartet hätte. Die Stadt an sich hat einen sehr großen Marktplatz, eine relativ gute Infrastruktur, sehr viel Historie, ein positives Image. Oh, schöne Treppen. Und einige tolle Brunnen, Skulpturen, Profanbauten, Sakralbauten. Ich kann Geldern empfehlen und würde sagen, das war's von hier. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns in einer anderen Stadt bald. Mal gucken, wo die Reise mich weiterhin führt.